Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch raus geht's gut. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen schönen Tag gehabt. Falls noch nicht, dann werdet ihr noch einen fucking geilen Tag haben, weil ihr habt eingeschaltet mit dieser Podcast-Folge. Und ich sage euch ehrlich, wir haben wieder mal 20 ab 12. Wir sind eigentlich noch relativ gut dran. Ich muss sagen, ich glaube, das ist actually der neue Rekord. Weil sonst ist es immer so um 2 oder 3 Uhr Nacht, am Sonntagabend, auch wenn ich am nächsten Tag Schule habe, Leben im Griff. Aber ey, eben, ich glaube, es ist noch ein Rekord. Also mein Schlafrhythmus kommt langsam so ein bisschen wieder in Fahrt. Oder wie sagt man dem? Ich komme einfach wieder in den Griff, oder? Voll. Aber ich muss ehrlich sagen, irgendwie heute, ich bin maximal unproduktiv gewesen. Also ich habe, glaube gar nicht hergebracht. Und ich sage ehrlich, ich habe mir gar nicht so viel vorgenommen. Also ich habe gestern schon ein paar Sachen erledigt und heute habe ich einfach gewusst, ich muss den Podcast noch aufnehmen. Und ich finde das eh meistens geiler, den Podcast am Abend aufnehmen, weil einfach, keine Ahnung, da bin ich ein bisschen offener, da kann ich ein bisschen einfacher reden und irgendwie, ich habe das Gefühl, da ist ein bisschen, also ich fühle den Vibe dann noch ein bisschen mehr, weil es dann so ein bisschen cozy ist und so ein bisschen deep. Also weißt du, stell dir vor, es ist jetzt 11 Uhr am Morgen. Da hast du doch keinen Bock für einen Deep Talk. Und jetzt, ich bin ready, Alter. Ich könnte jetzt mit euch allen zusammen im Raum hocken und wir hätten den geilsten Deep Talk von unserem Leben. Ja. Ich weiss gar nicht, hört ihr das Knattern? Oder wie sagen wir Knattern von dieser Couch? Ich weiss nicht, was gehört, aber das irritiert mich gerade maximal. Weil wenn ich sonst auf dieser Couch hocke, ich hocke, no joke, schon den ganzen Tag auf dieser Couch. Der John und ich sind gerade ein bisschen leider schauen. Und wir haben wirklich den ganzen Sonntag nichts anderes gemacht, als auf dieser Couch chillt, mal ab und zu gegessen, mal ab und zu aufs WC. Und sonst haben wir wirklich einfach nur Pretty Little Liars geguckt. Und es ist gefühlt das erste Mal, wo die Couch so komisch tönt. Vielleicht habe ich es auch gar nicht gemerkt sonst. Aber genau. Wir fangen im Fall einfach mal an mit Updates. Aber ich glaube, ich mache dem mal gar nicht so viel, weil wir haben ein dickes Programm heute. Weil wir reden über ein Thema, wo recht intens wird, weil wir beschäftigen uns, surprise, mal mit uns selber. Und ja, ich finde das eigentlich noch recht wichtig. Ich glaube, es wird auch recht spannend, weil das ist so ein Thema, das jeden betrifft. Und auch die, die das Gefühl haben, sie kennen schon sich selber, dann wird das nochmal eine intensive Podcast-Folge. Genau, wir reden über das Thema, sich selber können sein. So in Gruppen, aber auch bei Friends, alles Mögliche. Ja, darum, es wird spannend. Aber eben, wie gesagt, jetzt mal zu den Updates. Wo sind wir? Also, wir haben das Thema Animation in der Schule, das Modul. Das haben wir finally abgeschlossen. Oh mein Gott! Weil ich habe letzte Woche gar kein Update machen können, weil ich mit meinem Bruder Podcast-Folge aufgenommen habe. Und darum gibt es jetzt eigentlich gefühlt, also ja doch, eigentlich ein 2-Wochen-Update. Und ich glaube, es ist schon, letzten Donnerstag, also ich habe schon gleich viel. Aber letzte Woche für mich jetzt, haben wir quasi die Abgabe gehabt von. Mal, ich habe es in der Podcast-Folge sogar gesagt, wenn ihr die Podcast-Folge hört, dann habe ich auch meine Abgabe. Genau, das war an dem Tag, wo die Podcast-Folge rausgekommen ist. Und ja, was soll ich sagen? Es ist eigentlich relativ gut gelaufen. Also, wir haben an dem Tag, wo sie rausgekommen ist, haben wir dann wirklich die letzten Sachen gemacht. Also, wir haben ja wie alles müssen animieren. Es ist übrigens für die, die gar keine kennen, ganz kurz zusammengefasst. Wir haben ein animiertes Erklärvideo für 8-jährige Kinder müssen machen für SRF School. Also, falls ihr noch jünger sind. Oder, also 8 bis 12. Falls ihr in dem. Sorry, ich bin gerade voll verschrocken, weil wir so einen Pupser haben, der jetzt so Duft rauslässt. Und der ist alle 45 Minuten macht so. Und ich verschrecke. Aber sorry. ja, auf jeden Fall, falls ihr gerade 8 bis 12 sind und in der Schule vielleicht mal das Thema erneuerbare Energie habt, dann könnt ihr ein Video von mir kommen, ein animiertes, zeichnetes Video. Stichwort GERG, so ein violetter Herdöpfel. Genau. Ja, das haben wir jetzt eben abgeschlossen. Und wir haben dann ganz, also am gleichen Tag von der Abgabe haben wir dann eben auch noch Soundeffekte und alles hinzugefügt. Also es war ein rechter Stress gewesen. Und 10 Minuten vor Abgabe, Alter, 10 Minuten vor Abgabe sind wir fertig gewesen, haben dann noch Zeit gehabt, um alles einmal nochmal durchzuschauen, haben Zeit von unserem Leben gehabt, also Nina und ich, weil es eben Arbeit war. Und ja, haben es dann, also abgegeben, wir haben halt wie nachher dann Schule gehabt und haben quasi das vor der ganzen Klasse gezeigt. Das Einzige, was so ein bisschen scheisse war, das ist echt, das hat mich so genervt. So, wir sind dran gekommen, wir wollen so den Laptop einstecken und ich weiss nicht warum, aber das ist schon ein paar Mal passiert, dass dann wie das Video so, ich sag mal, quasi auf Zeitraffer abspielt. Das ist so brrr,
Also voll der, wie ein Fehler, wie ein Bug. Und es ist wie nicht gegangen, wir haben es probiert. Und weißt, wir waren ja beide schon so keine nervous gewesen und alles. Und nachher geht es nicht. Und unsere Lehrer sagt einfach so, ja, schau mal, das ist in der Pause, oder macht so, dann macht, zeigst du sonst den nächsten Video. Und wir machen so einen richtig peinlichen Abgang wieder an unseren Platz. Das war ein bisschen traurig gewesen. Und ich muss, also ja, ich habe das Gefühl, das hat so ein bisschen auch unseren Mut versaut, sage ich mal. Also es ist halt wie, du hast so eine Vorfreude und so und nachher, ich weiß auch nicht, das ist einfach so ein bisschen, nicht wie du es dir vorgestellt hast halt. Und ja, da sind wir gleich dran gekommen, es war gut gewesen, wir haben gutes Feedback bekommen, klar an ein paar Punkte, wo wir besser machen und so. Aber grundsätzlich eigentlich in allem gut. Aber ich habe schon, also wir haben beide irgendwie gemerkt, dass wir so, ja, eben, ich glaube, ich weiß, wahrscheinlich ist es wirklich genau wegen dem gewesen, aber dass es einfach nicht funktioniert hat. Und dass mich sich das so voll ausmalt, wie die Leute reagieren und wie das wird sein. Und weiss doch auch nicht, wenn es nachher nicht so ist, dann ist man vielleicht fast ein bisschen mehr enttäuscht. Also wir ja, haben vielleicht ein bisschen zu viel, ja, uns das zu gut geredet, keine Ahnung. Aber ja, eben, schlussendlich ist es gleich gut, wir haben jetzt noch keine Noten bekommen oder so, aber eigentlich relativ gut Feedback. Und wir sind echt beide auch sehr stolz auf uns. Wir sind so die von der Klasse, die jetzt am wenigsten gerne animieren und wahrscheinlich am wenigsten gut können. So. Also Nina ist sogar noch ein bisschen besser als ich, würde ich sagen. Aber gleich so, wir haben so beide nicht so wirklich Bock auf das Projekt. Und für das, finde ich, haben wir echt so das Beste rausgeholt. Und darum sind wir auch sehr stolz auf uns. Vor allem, was Gruppenarbeit betrifft, habe ich auch schon jetzt die ganze Zeit darüber geschwärmt, die letzten Podcast-Folgen. Genau. Ja, was haben wir noch? Leute, es hat geschneit. Also ich bin wahrscheinlich der letzte Mensch auf dem Planeten, der jetzt von dem wir jetzt werden hören, dass es geschneit hat. So, ja, was? Wirklich? Aber crazy, Alter, fucking November. Und ich merke, ich bin schon hure in Weihnachtsstimmung. Also wirklich, es hat angefangen zu schneien. Ich bin heimgekommen, ich habe mir einen Punsch gemacht. Wir sind jetzt schon und ich, wir sind im Migros gewesen, aber ich habe einen Punsch gekauft. Ich habe Weihnachtsdeko gekauft. Ich habe schon 4 Kerzen gekauft für die Adventszeit, Alter. Ich habe vorgehabt, eigentlich zum schon den Weihnachtsbaum vom Estrich holen, aber ich dachte, ich warte jetzt doch noch. Ich bin voll am Weihnachtsmusik hören. Also ich bin sonst eigentlich jedes Jahr komplett zu spät in Weihnachtsstimmung. Also immer bin ich so ein bisschen im Stress und alles. Und ich weiß auch nicht, ich nehme gar nicht die Zeit, um voll in Weihnachtsstimmung zu kommen und höre dann gefühlt erst. Ja, also letztes Jahr war es so, dass ich mit dem Auto auf dem Heimweg war, zu meiner Family, um eben Weihnachten zu feiern. Und dann habe ich im Auto das erste Mal Weihnachtsmusik wirklich laufen lassen, bin so ein bisschen in den Mut gekommen. Und vorher eben gar nie. Darum eben im Unterschied von Sushamix ist das Jahr echt früh. Und ich finde es geil. Also, nehmt euch die Zeit und bringt euch einen fucking Weihnachtsmood. Nehmt wirklich, Alter, macht euch einen Punsch. Kommt, wenn ihr heimkommt, eben, lehnt euch in Badwanne ein. Alter, ich brauche es so geil. Genau. Genau. Und was haben wir noch? Ja, das ist auch so ein bisschen ein Punkt. Ich merke momentan, dass es wieder so ein bisschen mir schwerer fällt, um so ein bisschen Social Media machen. Also wie soll ich das sagen? Ich habe manchmal meine Phasen, ich glaube sogar die letzte Podcast-Folge, bin ich so gewesen, oh mein Gott, ich habe wieder voll Bock zum Jura machen und ich merke in dieser Podcast-Folge, ich bin voll am Nuscheln, es tut mir voll leid, ich muss jetzt wieder ein bisschen deutlicher reden. Nein, aber ich glaube, schon letzte Podcast-Folge, ich habe wieder Bock zum YouTube machen, ich habe wieder Daily TikToks gemacht und jetzt hat es mir wieder voll ins Loch gefetzt. Ich habe eher das Gefühl, es hat so ein bisschen zu tun mit meinem Zyklus. Ohne Witz, ich schiebe es voll auf den. Ich habe das Gefühl, langsam kommen wieder meine Tage über. Ich habe heute, Alter, ich habe mich am Blech verbrannt. Nein, es waren so mehrere Komponenten gewesen. Zum einen habe ich einen Hate-Kommentar gelesen, dann bin ich so in die Küche gesteppt. Und haben so wieder den Can umarmen und er war gerade wie etwas am Handy am Schauen und er ist gerade wie nicht so, keine Ahnung, hat jetzt so Bock gehabt, mich so voll knuddeln, wisst ihr, was ich meine? Und nachher habe ich noch ein Brot aus dem Backofen holen und verbrenne mich so am Blech. Das hat mich so hart genommen, dass ich einen kompletten Heulanfall hatte. Und der Can hat mich natürlich dann sofort getröstet und alles. Und ich habe während dem Brüllen gemerkt, what the fuck, was hat sich gerade jetzt so angestaut, dass ich so ein Herd. Also weißt, es ist nicht so, dass ein, zwei Tränen runtergelaufen sind, sondern ich habe wirklich, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so einen Heulanfall hatte. Und ich habe es ja selber, in dem Moment, ich habe mich nicht, weißt, es gibt doch so die Brühl-Momente, wo man so wirklich richtig überfordert und traurig ist. Und das war so ein Moment gewesen, wo ich gerade selber nicht checkte, was es genau ist, sondern es hat einfach gut getan, um einfach mal heulen, um mal können das rauslassen. Genau. Darum, vielleicht allgemein ein bisschen schwierig mit dem Zyklus. Aber ich merke, wie, dass ich momentan voll nicht die Energy habe. Also, dass wieder gerade so eine Phase ist, wo ich wieder so ein bisschen weniger kreativ bin und weniger Lust habe und es hure viel,
ja, ich quasi einen riesigen Schweinehund habe, um einfach so vor die Kamera gehen. So Podcast geht irgendwie, weil ich merke, ich bin voll der Mensch, wenn ich so eine fixe Routine habe. Ja, ein bisschen streakmäßig so, dann kann ich das viel einfacher durchziehen. Und eben, wenn ich auch wieder so in den Dings komme, von jede Woche ein YouTube-Video, dann wäre es auch viel einfacher. Aber jetzt nach 4 Monaten wieder vor der Kamera zu stehen und ein YouTube-Video aufnehmen und das schneiden, das fühlt sich nach so einem riesigen Berg an, obwohl es eigentlich nicht so ein riesiger Berg ist, aber es braucht so viel. Es ist so ein riesiger innerer Schweinehund, obwohl es so dumm ist, weil eigentlich habe ich ja Bock. Also ich mache das ja für niemanden, sondern ich mache das für mich, weil ich eigentlich Bock habe, weil ich das eigentlich will, weil es nur schon Sinn macht. I don't know, es sind alle Komponenten, die eigentlich dafür stimmen und trotzdem braucht es bei mir so eine Überwindung. Aber nicht mal Überwindung im Sinne von, ich habe Angst, sondern eben so ein bisschen wie ein innerer Schweinehund, der sich zu seinem Glück zwingen, so ein bisschen. Ja, und auch wieder TikTok bin ich wieder so ein bisschen inaktiver und was halt wirklich mit Abstand demotivierendste ist, dass TikTok dich komplett fickt, wenn du mal eine Woche nicht aufgeladen hast. Ich merke das wirklich extrem. Also, ich kann daily posten und dann poste ich 5 Tage nichts. Und das TikTok, das ich dann poste nach diesen 5 Tagen, das kommt so hart scheiße an, dass man echt gar keinen Bock mehr hat, um wieder daily Videos zu machen. Das ist echt scheiße. Aber ja, eben, man muss dann einfach wieder so ein bisschen in die Routine kommen von dem Daily Post. Und das finde ich, muss ich ehrlich sagen, also ich fühle mich voll blessed mit meinem Hobby/Job, ist ja schon eigentlich. Aber der Druck von den Social Media Kanälen, oder einfach nur schon von den Apps, von TikTok und Instagram und allem, dass sie dich so ficken, wenn du nichts auflatschst, das ist schon scheiße, weil du bist halt darauf angewiesen. Und ich kann es mir dann wie dann nicht leisten, zum 5 Tage mal nichts posten, weil ich eben weiss, dass es scheiße ankommt. Und wenn ich dann zum Beispiel gerade Kooperationen habe, die quasi münd gut ankommen, dann kannst du es dir wie nicht leisten. Dann musst du so hoffen und halt gleich auch ein bisschen koordinieren, dass gerade wirklich die paar Tage vorher oder Wochen vorher wieder daily auflatscht, damit das Video nachher dann auch einigermaßen gut ankommt. Darum, falls ihr gerade irgendeine random Kooperation von mir mal gesehen oder von anderen Influencern, die ihr cool findet, supportet die Alte. Das ist so viel. Ich weiss, dass es immer so ein bisschen als Zuschauer ein Abfuck kann sein, wenn man Werbung sieht. Aber falls es Leute sind, die ihr findet, die machen geile Content, die wollen supporten, dann tönt gerade bei den Videos, wo sie mit Firmen zusammen arbeiten, supporten. Das macht so viel, Alte. Und ich helfe halt eben den Influencer in dem Moment quasi am meisten. Genau. Aber ja, ich hoffe, ich komme wieder ein bisschen mehr in das Ding rein. Ich habe gerade irgendwie auch das Gefühl, so Winterdepression kickt rein. So die Sonne wird immer weniger. Und das Vitamin D dementsprechend auch. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin gerade einfach in einer Phase, wo ich gerade ultra Bock habe, um einfach die Heiz chillen und nichts machen. Und das ist irgendwie auch die letzten Tage wieder so viel gelaufen. Wir hatten Infotage von der Schule am Abend. Also es ist ja alles mega cool und mega chillig, weißt du, ich kann mich voll nicht beschweren, ich bin gerade wieder voll in einer Phase, wo es eigentlich nicht so stressig ist, sage ich mal, und trotzdem, ja, habe ich gerade nicht so Kraft in dieser Woche dafür gehabt, oder jetzt gerade, was war noch? Das Rap City war gestern noch, das war auch geil, voll, genau, das ist so ein bisschen das, und ich darf halt nicht zu viel erzählen, aber es ist für mich ein crazy Update in dem Sinn, weil ich mich halt schon mega darüber gefreut habe. Eben gerade apropos Kooperationen. Ich habe eine ultra geile Anfrage für einen Dreh. Für einen crazy Dreh. Eben, ich darf leider nichts verraten. Keine Marke. Gar nichts. Nichts. Aber das Einzige, was ich halt sagen kann, ist, dass ich den Dreh. Darf ich das sagen? Dass ich den nächste Wochenende habe. Und es wird crazy. Es ist nicht einfach eine Kooperation, dass ich quasi ein Video mache, das ich selber mache, sondern es ist recht aufwendig. Es ist es wird so krank. Und ich es sind mehrere Drehtage und alles. Also ich weiß nicht, wann ich euch davon erzählen kann. Falls ihr dann irgendwann das macht, dann wisst ihr, dass es das ist. Dann, ja, ich bin ultra hyped. Ich freue mich so fest. Und das ist, glaube ich, wirklich das Krasseste, was ich bis jetzt gemacht habe. Also das wird, glaube ich, auch der krasseste Dreh sein, den ich jemals wird gewesen sein, so. Aber ich will jetzt auch nicht zu gross reden. Vielleicht sind die nachher dann voll enttäuscht und haben das Gefühl, dass ich jetzt da wird, weiß doch nicht, die Miley Cyrus treffen oder so. Oder Justin Bieber. So ist es nicht. Aber ja, es wird einfach cool. Also ich finde es coole Brands. Und ich bin einfach hyped. Ich will gar nicht mehr sagen. Genau, das ist so ein bisschen das Highlight gewesen. Also es war halt schon letzte Woche gewesen.
wo ich so ein bisschen, ja, quasi die Anfrage bekommen habe und dann Zoom-Calls hatte mit diesen Leuten und einfach alles. Und jetzt ist so ein bisschen die genaue Planung. Und eben, es wird so ein bisschen krasser. Ja, ich erzähle dann, wenn ich darf, wenn es soweit ist. Und ich frage am Dreh sonst auch noch, wie viel ich erzählen darf. Und sonst erzähle ich in der nächsten Podcast-Folge so ein paar Sachen. Ja. Aber ich... genau. Was haben wir noch? Funny Moment von der Woche. Ich habe es wieder mal. Ich finde das so ein geiles Format. Weil, also es gibt schon Wochen, wo ich übrigens nichts zu erzählen habe, aber diese Woche habe ich wieder etwas richtig Lustiges zu erzählen. Und der Can, ich bin immer der... Also ich erzähle dem Can eh alles, aber ich frage ihn immer so... So, findest du es funny? Also, nein, wie findest du es funny? Aber ich komme dann so, hey, ich habe wieder einen funny Moment von der Woche. So der. Und er ist so ein Mensch... Er, wie soll ich das sagen? Er ist jetzt nicht so der so crazy Reaktionen zeigt, wo so, oh mein Gott, würde er! Und ich bin halt voll so. Und ich weiss, wenn er ein Lachflash hat wegen meiner Story, dann weiss ich, okay, es ist hure lustig. Er hat jetzt nicht den krankesten Lachflash, was im Leben gab, aber er hat es schon lustig gefunden. Darum sind gespannt für folgende Story. Und ich hoffe, ich finde es jetzt auch lustig. Und sonst, wenn nicht, dann ist egal. Dann haben wir halt einfach keinen Humor und sind scheiße. Nein, Spaß. Also, ich. Ich kenne Nina, oder? Sie, ihre Frau, hat mir ihre Hose gegeben in der Schule, weil ich an ein Event eingeladen worden bin, wo man sich jetzt schick anziehen. Und ich habe das ein bisschen verpasst und ich wollte direkt nach der Schule gehen und bin im grössten Sack rumgelaufen, wie man sich vorstellen kann. Nina hat ein Outfit angehabt, wo sie so die typische schwarze Bärschkau-Hose anhat. Und sie hat mir dann angeboten, um ihre Hose anzulegen. Hure ihre Frau! Dann sind wir so aufs WC gegangen, also beide so in einzelne Kabinen und haben halt wollen, die Hose abziehen und quasi oben drüber gehen und dann halt um die andere Hose anlegen. So. Und ich bin so ihre Hose am Anlegen und ich, keine Ahnung, während dem Hose anlegen ist doch einem so viel zu langweilig und dann schaut man vielleicht mal rum und ich schaue halt in das hure WC und ich sehe die fetteste Bremsspur. Ich kann mir vorstellen. Also es ist mega grusig, sorry. Aber so richtig, einfach, es hat richtig, der vorher, der dort drin war, der hat richtig müssen gehen schiessen und es hat einfach gespritzt, wie alle, keine Ahnung, sorry für die Detail. Auf jeden Fall sage ich so, weh, das ist auch voll die scheisse Spur. Und Nina sagt einfach so, nichts. Und ich bin so, hä, also weißt du, sonst sind wir so voll auf dem gleichen Humor und sie fänden es safe auch lustig. Und dann haben wir so gedacht, okay. Und dann ist sie so ruhig und dann sagt sie so, also meinst du jetzt for real? Weil ich halt so ernst gesagt habe. Und ich so, ja, weißt du, im WC. Und sie fängt voll an lachen und sagt so, oh mein Gott, sie hat gerade gemeint, dass sie ihre Hose eine scheisse Spur sehe. Wir sind beide in dieser Kabine und wir haben nicht mehr können, weil ich ganz wirklich so hart nicht daran gedacht habe, dass man das so verstehen könnte. Und es macht komplett Sinn, dass sie das gedacht hat. Weil wenn ich ihre fucking Hose anziehe und in dem Moment sage, oh mein Gott, wer hat jetzt eine scheisse Spur drin, dann denkt sie doch nicht das fucking WC. Ich habe nicht mehr können. Ich habe schon lange nicht mehr so eine Misskommunikation gehabt. Also, das war so lustig. Wir haben dann die ganze Zeit Jokes darüber gemacht, von ja, scheiße, ist mir da nicht wirklich in die Hose und so. Ja, darum, nein, sie hat keine scheisse Spur drin gehabt. Aber, Alter, weißt du, wie Angst Musik haben? Weil, also, ich weiss jetzt ja selber auch, dass ich jetzt bei mir nicht in die Hose geschissen habe, aber weiss doch nicht, es kann doch vielleicht ja sein, dass so eine kleine Bremsspur in der Hose, weißt du, so, es ist ja alles möglich. Vielleicht ist mal ein Furz abgeladen und dann ich weiß doch nicht, oder? Und wenn Nina so etwas gesagt hat, so voll ernst, ohne irgendwie nachher lachen oder ein Show, so, dann wäre ich auch so, oh mein Gott, cringe. ja, aber ich glaube, wenn es so gewesen wäre, wenn sie jetzt wirklich ihre Hose Bremsspur gehabt hätte, hätte jetzt vielleicht auch einfach nichts gesagt, aber es ist wirklich fucking funny gewesen. genau. Ja, das war sehr lustig gewesen. Jetzt kommen wir langsam wieder auf die ernste Schiene. Nein, Spass. Doch, ich finde es eigentlich eine gute Überleitung. So. Ich finde, das sind genau die Momente, wo man kann sich selber sein kann. Wenn sie jetzt wirklich eine scheisse Spur gehabt hat, hätte man ganz ernst darüber reden können. Du, ja, ist okay, vielleicht ein bisschen eklig, aber können wir machen. Massive Dose. nein, wir werden jetzt wieder ernst. Also,
Ich finde es eigentlich ein wichtiges Thema und ich freue mich gerade hure auch, um mit euch darüber zu reden. Und zwar bin ich darauf gestoßen, weil es einen Kommentar hat. Sogar zwei. Ich weiß gar nicht, ob ich beide vorlesen soll. Aber es ist, beide haben sich das Thema gewünscht, das Thema sich selber sich. Ich lese jetzt gerade mal den Kommentar vor. Der ist von der Vera. Ich grüße dich ganz herzlich. Sie schreibt: Hoi Nati, dein Podcast hilft immer mega. Die Folge hat auch mega geholfen. Ja, süß. Ich bin so froh, dass du das machst. Ich wäre unglaublich froh, wenn du Erfolg machen könntest, über sich selber zu sein. Also muss nicht der ganze Erfolg sein, aber wäre mega froh, wenn das jemand anspricht. Also auch in Gruppen. Ich habe das Gefühl, dass ich wenige Kolleginnen habe, wo ich 100% mich selber sein kann. Ich freue mich immer auf den Donnerstag. Erstmal mega cute, danke vielmals. Und ey, sehr gern. Also ich habe zwar jetzt schon wieder gefühlt eine halbe Stunde über meine Updates geredet, aber wir könnten gerne eine ganze Podcast-Folge über das Thema reden. Ich rede, ja, komm, machen wir eine Solidarität. Dann noch den anderen Kommentar vorlesen von der Anna. Wieder eine mega coole Folge gewesen. Danke für deine Tipps. Wäre nice, mal eine Folge zum Thema sich selber sein machen. Weil manchmal verstellt man sich gar nicht absichtlich. Genau, und ich, wie ihr mich kennt, bin ich in die Recherche 3 Tage lang nichts anderes gemacht und habe mich informiert, habe mich eben auch mit dem Thema beschäftigt. Okay, was heisst das für mich? Wann bin ich mich selber? Bin ich selber mich selber? Auch in Gruppen ist es okay, sich nicht selber sein. All die Fragen bereden wir jetzt. Nein, also, mal, ich finde es eine gute Einstiegsfrage. Was heisst denn überhaupt sich selber sein? Weil irgendwo sind wir ja immer uns selber. Also wir spielen da jetzt nicht ein komplettes Theater, sondern spielen eine andere Person. Aber ich verstehe mega den Punkt, dass man so vielleicht das Gefühl hat, man kann sich nicht gerade komplett fallen lassen. Oder quasi, man hat vielleicht so ein bisschen eine Maske drauf, das kann mehrere Möglichkeiten haben. Aber einfach, dass man vielleicht nicht so entspannt sein kann. Oder eben nicht so sich selber sein und vielleicht sich bei gewissen Sachen auch nicht getraut, eben zum komplett Hose runterzulassen. Voll. Aber ich würde gleich sagen, das würde ich jetzt auch von mir selber sagen, dass ich so ein bisschen mehrere Versionen von meiner Persönlichkeit habe, wo ich mich selber bin. Also jetzt blöd gesagt, bei meiner Family kann ich komplett mich selber sein. Beim Can kann ich auch komplett mich selber sein. Und ich bin gleich eine andere Version bei meinen Eltern, wie wenn ich mit dem Can alleine bin. Und ich finde, das ist ja voll eid. Also das ist ja voll okay. Aber wir reden jetzt vor allem auch über das Thema eben, wie handelt man vielleicht zum Moment, eben wenn man in einer Gruppe ist und merkt, man kann eigentlich nicht sich selber sein. So, oder eben auch bei Friends, das kann ja auch sein. Und das muss ja vielleicht nicht mal unbedingt an den Friends liegen. Kann auch. Aber das kann ja auch vielleicht mit dem selbst zu tun haben. Und ich habe mich eben auch so gefragt, wann kann ich 100% mich selber sein? Wann habe ich das Gefühl? Und eben, ich habe schon mehrere Persönlichkeiten, aber ich würde im Fall ganz ehrlich sagen, dass ich zu 100% beim Can kann mich selber sein. Also ich kann ja bei meiner Family mich selber sein, ich kann bei meinen Friends mich selber sein, aber das 100-prozentige, wo mir alles scheißegal ist, so weißt du, also ganz blöd gesagt, vor dem Can mache ich alles, vor dem Can schieße ich, vor dem Can weiss doch nicht, haben wir eine weirde, cringy Babystimme, da kann ich alles machen, da kann ich rumblödeln, da kann ich nackt sein, also wisst ihr, was ich meine? So, das ist ja schon einmal anders, also dort Leute, habe ich die Hose komplett durch. Nein, dort bin ich auch 100% mich selber. Dort muss ich nichts. Dort bin ich eigentlich komplett eben. Mal, es ist halt wirklich wortwörtlich. Dort bin ich komplett entblößt. Und habe gar nicht das Gefühl, ich muss mich irgendwie verstellen oder irgendetwas. Eben. Ich glaube, ich checke jetzt darum so ein bisschen den Unterschied zwischen Family und Friends und eben dem Can. Aber ja, darum würde ich sagen, dort bin ich 100% mich selber. Und ich habe das Gefühl, ich kann mit dem Can auch Sachen bereden, wo ich vielleicht jetzt, ja, wo so ein bisschen meine inneren Gedanken sind, die ich jetzt sonst nicht aussprechen würde. So, weil es mir vielleicht unangenehm ist oder weil ich vielleicht selber merke, so, hey, das sind jetzt vielleicht Gedanken, die jetzt, I don't know, wo ich selber schwierig finde. Oder, ja, und mit dem Chandi dann besprechen, ja, kann ich eben, das können Sachen sein, wo ich selber an mir ein scheiß Verhalten finde. Und das dann mit dem Can anschauen und besprich so, hey, ich fühle mich so, wieso ist das so, ich will das ändern. Und das braucht bei mir schon sehr viel, um das mit einem Menschen zu besprechen, weil du lässt halt deine Hosen runter und du zeigst ja auch die Sachen, die dir selber unangenehm sind, deine Verhaltensmuster, die dir selber unangenehm sind, wo man vielleicht anderen nicht will zugeben, weil man vielleicht das Gefühl hat, die haben dann ein anderes Bild von einem oder irgendwie so. Genau, also das sind so die dunklen Gedanken, die man hat.
Und ich glaube, eben, ich habe das Gefühl, dass auch nicht jeder Mensch so eine Person hat, wo man so komplett 100% sich selber sein kann, wie wenn man mit sich alleine ist. Eben, ich glaube, ich hatte das auch noch nie gehabt, wie beim John. Und ich bin ja schon 6 Jahre mit dem sich zusammen bald. Also es braucht auch recht viel, recht lang. Und ich habe das Gefühl, eben, vielleicht gibt es immer noch mehr eine Version von mir, wo ich 100% mich selber bin. Und das ist dann vielleicht aber erst in 10 Jahren mit 16 Jahren Beziehung mit dem John. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, es ist 100%. Aber vielleicht ist es erst 50%, wir wissen es nicht. Aber ja, ich check it, oder? Voll. Und ich habe das Gefühl, ich bin vor allem auch dann, ja, 100% ist schwierig, aber ich bin auch dann vor allem mich selber, wenn ich im Raum bin, wo ich das Gefühl habe, ich werde zu 0% judged. Eben, das meine ich jetzt vielleicht so ein bisschen mit dunklen, ja, Gedanken, die man hat, so. Auch wenn es close friends sind, dann haben wir ja vielleicht gleich Gedanken, die man jetzt nicht äußern würde, was auch voll alt ist, so. Aber ja, grundsätzlich eben, finde ich sich selber sein, muss nicht 100% sein, das langt 80%. Aber hören wir mal auf mit diesen 100%, ich glaube, das ist gleich. Aber ich meine gleich, wenn man in einem Umkreis ist oder in einer Gruppe, wo man das Gefühl hat, hey, da werde ich nicht judged. Das kann ja nur schon, wenn du einen Kleiderstil eigentlich hast und dich aber komplett anpassst, weil du das Gefühl hast, wenn du jetzt zum Beispiel dich würdest schminken oder so, dann würde die alle kommen und irgendetwas blöd sagen. Und wenn du aber Bock hast, dich schminken und du schminkst dich dann, vielleicht schminkst du dich auch nicht typisch, vielleicht anders, und du kannst das machen und die judgen dich nicht, dann habe ich das Gefühl, es gibt dir auch voll den Raum, um dich selber sein. Und an dem Punkt würde ich auch voll sagen, das liegt ja nicht an dir, sondern das liegt ja voll am Umfeld. Dass sie dir quasi wie gar nicht die Möglichkeit geben, um dich selber zu sein. Darum finde ich es auch so wichtig, Sachen vielleicht gar nicht zu kommentieren. Ich habe es gerade letztens mit einer Kollegin besprochen. Man sagt ja mega schnell zu gewissen Sachen. Also manchmal meint man es ja vielleicht auch positiv, wenn zum Beispiel jemand so ein ausgefallenes Outfit mal anlegt und sich mal getraut, dass dann halt alle gerade sind, was machst du heute noch? Und oh mein Gott, hast du noch etwas vor? Und oh mein Gott, krankes Outfit. Und eben, ich safe meine jetzt sehr viele Leute positiv, aber man selber, also ja, doch, es kann zum einen safe ein Motivationsboost sein, beziehungsweise so ein, dass die Leute einem dann supportet, indem man sich selber ist. Aber ich merke zum Beispiel bei mir, dass mich das eher einschüchtert, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt komplett einen crazy Style anlege, wo 100% ich fühle und mir scheißegal, was andere denken, dann habe ich eben gleich Angst, dass dann alle Menschen mein Outfit kommentieren. Egal, ob es im positiven Sinn oder im negativen Sinn. Aber es ist mir dann so zu viel Aufmerksamkeit, dass ich es lieber einfach nicht mache. Darum bin ich da allgemein eher so ein bisschen vorsichtiger mit mega Sachen kommentieren. Also eben, ich finde es einen Unterschied, wenn man auch mal sagt, hey, nice, ist top und so. Aber sobald, ja, ich weiß es auch nicht, sobald irgendeine Person so ein bisschen vielleicht am crazy gehen ist. Ja, okay, ich bin selber vielleicht auch nicht der beste Moment. Ich bin selber auch dann ein Mensch, der es kommentiert, weil es mir einfach ins Auge gefällt. So. Und dann hat man auch vielleicht, das Hirn hat dann ja auch automatisch das Gefühl, man muss das ansprechen, man muss das sagen. Ja, darum, ich finde es ein schwieriges Thema. Aber eben, ich kann ja gerade von mir selber reden. Also safe finde ich es eben auch schön, dass man Kompliment bekommt. Aber wenn es nachher so zu viel ist, oder vielleicht vor allem von Leuten, wo man nicht so close ist, dann bin ich mehr überfordert oder dann tut mich das mehr einschüchtern irgendwie. Voll ass eigentlich, warum? Haben die das auch? Kann da irgendjemand relaten? Vielleicht bin ich gerade komplett dumm. Aber ja, das ist so ein das Ding. Aber wir reden jetzt mal darüber, wieso wir mit dem strugglen, um uns selber sein Gruppen. Wir haben jetzt schon gehört, dass es an der Gruppe liegen kann. Aber ich will vor allem auch sagen, dass es sehr an der Gesellschaft liegt. Also das ist so logisch eigentlich. Wir wollen alle mit dem Strom schwimmen. Wir wollen wie nicht rausstechen. Und das haben wir ja zum Beispiel auch gerade früher. Ich finde, gerade bei Kindern fällt das mega auf. Kinder können so böse sein. Wenn du mal etwas anderes anhast, oder ich weiss noch, bei mir hat so, also nur schon, du hast ja den Körper beurteilt, wenn du, also ich bin die, die am längsten gebraucht hat, um in Pubertät zu kommen, so Sachen werden kommentiert. Wenn du wie nicht den Normen sprichst, sondern so ein bisschen aus der Reihe tanzt, sage ich jetzt mal, dann wird es kommentiert und dann wird es negativ kommentiert. Und dann wirst du vielleicht sogar abgemacht und wenn du Pech hast, wirst du sogar gemobbt für das. Und eben, das können Sachen vom Aussehen sein oder das können auch stylische Sachen sein, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt keine Marke, also bei mir früher war es wirklich so, ich habe mir fucking Schuhe vom Dosenbach geholt, weil ich weiß gar nicht, für uns ist das schon ein riesiges Ding, um so
Nike-Schuhe zum Beispiel kaufen. Und dann bist du auch so, also nein, Vans, ich habe mir Fake Vans gekauft. So. Und dann haben auch alle kommentiert, oh, wieso hast du Fake Vans? Also wie, ich glaube, wir alle sind mega dazu dressiert worden, zum der Norm entsprechen. Also das ist ja alles eben, das eben von Style, von Aussehen bis zu was macht man im Leben? Also es ist ja heute nur schon, eben, man merkt ja nur schon, wenn jemand mal in einer, also wenn ich merke es, ich rede jetzt gerade von mir, ich habe es wirklich gemerkt, als ich kein Fleisch mehr gegessen habe. Alle, ich komme vom fucking Dorf, alle haben Fleisch gegessen. So, wenn du der bist, der auf einmal kein Fleisch mehr isst, dann ist halt auch schon aus der Reihe. Ja, oder ich bin die Social Media macht, ich bin hure aus der Reihe, dann wird auch negativ kommentiert. Darum, wir tendieren ja alle dazu, um uns automatisch irgendwo anpassen und nicht in dem Sinn auffallen, dass es nachher eben negativ kommentiert wird oder weiß doch auch nicht. Und das formt uns ja dann irgendwie voll so zu einer Gestalt, wo wir nicht mehr 100% uns selber sein können, was es ist. Voll. Ja, darum, wir alle machen echt alles, um einfach akzeptiert werden, weil wenn man authentisch ist, dann ist es ja eigentlich auch so ein bisschen eine gewisse Verletzlichkeit und das ist ja halt einfach genau die Angst vor dieser Ablehnung, wo man eben vielleicht von Vergangenheit haben oder einfach jetzt, wenn man das Gefühl hat, wir müssen irgendetwas entsprechen, so. Unbewusst manchmal auch. Und ich finde, darum kommen wir jetzt so ein bisschen zu der Frage, wie kann man sich selber sein? Und ich habe das Gefühl, eben, Step 1, wenn du eine scheisse Freundesgruppe hast, wo dich komplett einfach nur judge, dann renn, weil das ist schon mal einfach keine gute Grundlage. Also wie, dann kannst dann passiert es ja automatisch, dass du dich anpasst wie ein Chamäleon, weil du halt nicht willst getoucht werden. Aber wenn es ein Umfeld ist, wo du eigentlich dich könntest wohlfühlen und einfach vielleicht auch selber eben noch nicht weisst, wie ist man sich selber oder bin ich überhaupt mich selber? Bin das wirklich ich oder passe ich mich jetzt an? Oder man merkt ja vielleicht selber, man passt sich selber an, weil man es halt von, wenn man halt schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat, man will das gar nicht, dann ist der wichtigste Step, sich selber kennenlernen. Und das tönt so ass, weil, Bro, wie lernt man sich selber kennen? Und für das ist genau die Podcast-Folge. Ich zeige euch, wie man auch so ein bisschen sich selber kennenlernt, weil seit ich aus dem Gymi bin, habe ich so viel dazu gelernt, um so eben sich selber kennenzulernen. Ich habe nach dem Gymi das Gefühl, ich habe die Welt verstanden. Ich weiss genau, wie ich funktioniere und alles. Oder ich habe gar nicht so viel mich mit mir beschäftigt. Oder unterbewusst, sage ich mal. Eben, man hat halt in dem Moment alle Unsicherheiten und so. Aber sich mit sich selber beschäftigen heisst ja irgendwie auch so ein bisschen über Sachen reflektieren. Und dort einfach nur Unsicherheiten. Also vielleicht reflektieren, wieso habe ich die Unsicherheiten? Was kann ich machen gegen die Unsicherheiten? In welchen Situationen habe ich die Unsicherheiten nicht? Das sind alles so Sachen, die man vor allem dann anschauen kann, wenn man sich die Zeit nimmt, um sich selber eben besser kennenzulernen. Und ja, da gibt es verschiedene Sachen, eben die Selbstreflexion. Und da finde ich, gehört Schlechtes und Gutes zusammen. Eben mal die Unsicherheiten alle anschauen, weil das ist, ohne Witz, ich finde das so spannend. Unsicherheiten sagen so viel über einen Mensch aus. Und Unsicherheiten hat so viel, wie sagen wir, Domino. Es ist halt wie ein Domino, das dich überträgt. Also nur schon zum Beispiel Leute, die Hate-Kommentare schreiben, die haben das Gefühl, das tut irgendetwas kompensieren. Aber das sind die unsichersten Menschen. Und ohne Witz meistens auch Leute, die mobben. Das sind die unsichersten Menschen. Darum, das sagt so viel über dich aus. Und darum finde ich es so wichtig, um das mal anzuschauen. Und eben sich auch Sachen eingestehen, wo man vielleicht nicht so stolz drauf ist oder wo man vielleicht selber innen so ein bisschen verdrängt oder sich das selber auch gut redet. Mal selber vielleicht darauf achten, hey, was bin ich jetzt gerade am gut reden? Also wenn du irgendjemand am Lästern bist, dann, also ich merke es eben bei mir auch, wenn ich etwas Schlechtes mache, dass ich dann automatisch in die Haltung komme, wo ich mich selber anfange rechtfertigen. Hey, aber ja, das ist jetzt gar nicht unbedingt so ein Lästern gewesen, sondern das, ich habe jetzt gerade einfach den Dampf verblasen und bla bla. Und es ist ja voll alt, also wir alle Menschen machen das so. Aber es geht ja gar nicht darum, sich selber nachher verurteilen, sondern um sich eben selber besser kennenlernen. Hey, wieso habe ich jetzt gelästert? Vielleicht ist das jetzt einfach gerade eine Unsicherheit von mir, vielleicht bin ich jetzt gerade eifersüchtig gewesen, vielleicht, keine Ahnung, hat mich irgendetwas gerade hure getriggert, wo ich selber in der Vergangenheit hatte. Weiß doch auch nicht, das sind alles, der ganze Alltag sind ja, oder Reaktionen von uns selber sind ja eigentlich genau Punkte, die man kann genau anschauen kann, um sich selber so ein bisschen kennenlernen, damit man so ein bisschen eine Anleitung für sich findet. Ich finde das auch mega geil. Dann, was ich finde, hat mir extrem geholfen, ist Zeit alleine verbringen und in dem Sinne nicht immer Einfluss von anderen zu haben. Also früher bin ich oft ein Mensch gewesen, gut auch jetzt, also ehrlich, wenn ich irgendein Problem hatte, mich über etwas aufgeregt habe, bin ich straight up zu irgendjemandem gerannt und habe einfach nur
nach Bestätigung gesucht. Also, wenn ich mich über jemanden aufgeregt habe, dann habe ich einfach jemanden gesucht und gebraucht, der mir genau diese Sachen sagt, wie ja, du hast komplett recht und ja, die andere Person ist komplett ein Arschloch. Ich habe nie mir selber einen Moment mal gesucht, um vielleicht auch mal bei mir zu schauen, hey, okay, was habe ich jetzt da vielleicht falsch gemacht, wie habe ich mich jetzt gerade verhalten? Weil, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, wir wachsen alle so auf, dass man das Gefühl hat, eine gute Freundin ist eine gute Freundin, wenn sie dich in dem Moment einfach unterstützt, im Sinn von dich gut redet und die anderen schlecht redet. Aber ich persönlich finde, eine gute Freundin ist die, die dir die Sicht gibt von außen, ohne Emotionen. Weil du selber bist in dieser Emotion gefangen. Und du bist in dem Moment ja auch noch fokussiert auf die Fehler von der anderen Person, wie die andere Person sich scheiße verhalten hat. Und gar nicht bei dir selber, hey, wie habe ich jetzt mich verhalten. Und ich finde, eine Kollegin hat genau die Möglichkeit, um vielleicht eine Situation von außen zu betrachten. Vielleicht teilweise auch Fragen so stellen, dass man vielleicht auch selber probiert, die Sicht von der anderen Person nachvollziehen. Weil es braucht ja immer zwei. Genau bei so Sachen. Voll. Und ich finde, wenn man Zeit mit sich alleine verbringt, dann macht man genau das irgendwo. Also man kann sich natürlich auch safe so ein bisschen reinsteigern in Sachen. Aber es geht ja nicht nur ums Overthinking, sondern auch Alltag. Also ich bin letztes Jahr in Montreux für 7 Wochen. Und ich habe alleine gewohnt. Und es war auch nicht so ein Sprachaufenthalt, den ich jetzt Connections gemacht, also Leute kennengelernt haben. So klar, man hat in der Schule vielleicht mal Leute gesehen oder so, aber ich habe mit keiner von denen nach der Schule etwas gemacht. So, ich bin in die Schule gegangen, nachher bin ich heimgegangen und ich habe sehr, sehr viel Zeit mit mir alleine verbracht. Und ich habe eigentlich immer von mir das Gefühl gehabt, ich bin ein Mensch, ich habe das gar nicht gerne und ich kann das auch nicht und ich bin voll der Extrovert, ich brauche das und so. Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, wie geil das eigentlich ist, so Zeit mit sich selber verbringen. Und es macht auch sehr viel mit einem. Man lernt sich selber kennen. Man lernt kennen, oh mein Gott, in diesen Situationen werde ich sauer. Oder dort bin ich dann unsicher und das kann ich nicht. Und man getraut sich dann irgendwie auch so ein bisschen mehr. Und man hat halt wie, man gibt sich selber einen Raum, wo niemand auch in diesem Raum ist, um können, ja, entweder Chachi sein, weiß auch nicht. Bro, dann machst du halt nach der Dusche nackt einen Tanz vor dem Spiegel, den du vielleicht sonst nicht würdest machen. Also das gibt einem hure einfach den Raum, um 100% sich selber zu sein. Und es ist ja ganz normal, in dem Moment Selbstgespräch haben. Lehnt das auch zu, Selbstgespräch haben. Ich finde das irgendwie etwas mega Wichtiges, auch in diesem Prozess. Weil man sich ja dann in dem Moment auch so ein bisschen selber kennenlernt. Genau, ein weiterer Punkt, Tagebuch schreiben. Ich finde, da lernt man sich auch mega gut kennen, weil schreibt dann auch genau die Sachen rein, die man jetzt vielleicht nicht würde sagen. Oder wo man jetzt mit einer Kollegin vielleicht auch... Ja, vielleicht sind das so Momente, wo man jetzt eben vielleicht ein bisschen verschwiegen würde. Also ja, gut, ich habe jetzt gar kein gutes Beispiel. So. Aber ich kann, wenn ich Tagebuch schreibe, kann ich so komplett raushauen. Und ich habe halt null das Gefühl, ich werde gejudged, weil ich die Einzige bin, die das liest. Und dann, finde ich, kann man auch noch recht gut sich selber kennenlernen. Voll. Aber falls euch das alles ein bisschen schwerer fällt, habe ich jetzt ein paar Fragen dabei, wo wir zusammen jetzt gerade werden anschauen und wo ihr euch jetzt auch, egal wo ihr jetzt gerade sind, ob ihr jetzt im Zug sind, am Arbeiten oder vielleicht auch einfach gerade zu Hause oder so, dann nehmt euch jetzt die Zeit und geht wirklich gerade ein bisschen in euch selber rein. Also es klingt voll spirituell. Geht hier in euch rein und nehmt das Blatt Papier. Nein, aber ohne Witz, macht euch mal echt Gedanken über die Fragen. Und es ist ja jetzt auch gerade niemand da, also ich meine, ich rede jetzt gerade eigentlich mit der Kamera, also ich bin ja nicht da, um euch jetzt zu judgen. Und ich werde auch niemals mitbekommen, was eure Antworten werden sein. Darum nehmt gerade die Möglichkeit, um gerade alleine zu sein und einfach mal wirklich deep die Fragen für euch 100% ehrlich beantworten. Ich will keine irgendwelche 0815 Antwort hören. Also wenn ich jetzt eine Frage stelle, wie was wollt ihr im Leben erreichen, dann will ich nicht hören, ja, ich will gesund bleiben und ich will eine Familie. So safe wollt ihr das. Aber was wollt ihr wirklich? So, ich check it. Und darum, ich habe jetzt auch mal ein paar Fragen so rausgeschrieben, die ich finde, die sind eigentlich noch recht anregend, um sich so ein bisschen selber kennenlernen, ich weiß es nicht. Okay, wir fangen einfach mal an. Vielleicht, wenn ich bei ein paar Fragen so ein bisschen von mir erzähle, dann mache ich das. Vielleicht hilft so das, I don't know. Aber erste Frage. Welche Entscheidungen habe ich wirklich für mich allein getroffen und nicht für andere? Weil oftmals, wenn man vielleicht anderen ja mal so ein bisschen erzählt, was seine Pläne sind, dann beeinflusst uns ja mega ihre Reaktion. Also vielleicht haben wir eine Idee,
die wir machen wollen. Und wir machen es vielleicht auch eher für Aufmerksamkeit und gar nicht für uns selber. Und Leute, oder man macht es eben genau, damit die Leute alle sind so, oh mein Gott, ja, so cool, mach das! Und man selber hat noch nie so wirklich reingeschaut, hey, ist das wirklich genau das? Also welche Entscheidung hast du wirklich für dich allein getroffen und nicht für andere? Ich selber würde bei mir jetzt gerade spontan sagen, was ich studiere, weil also meine Eltern haben da gar nicht geholfen. Meine Eltern sind ehrlich gesagt auch eher so ein bisschen, dass ich direkt nach dem Gymi studieren soll. Die sind jetzt nicht so ein Fan gewesen. Am Anfang, nachher dann ist es gut gewesen, dass ich ein Zwischenjahr mache und so. Und ja, ich weiß auch nicht, also ich bin wirklich voll, ich habe mir voll selber die Entscheidung abgenommen, hey, ich brauche jetzt, ich will mir die Zeit nehmen, um überlegen, ob ich studieren will und was ich studieren will. Und eben, ich bin eigentlich auch in dem ganzen Bewerbungsprozess so. Safe hat es Leute gegeben, die mir geholfen haben, aber das war so mein Ding gewesen. Ich habe, egal was andere gesagt haben, das war so komplett meine eigene Entscheidung gewesen. Genau, was ist es bei euch? Welche Entscheidung habt ihr von euch selber getroffen? Und es war scheißegal gewesen, was andere gedacht haben. Zweite Frage. Wer wäre ich, wenn ich mich vor der Meinung von anderen richtig frei könnte machen? Ich finde das auch eine spannende Frage. Und ich glaube, sie ist ja so ein bisschen schwieriger, weil man weiß es ja nicht. Aber eben, ich finde, die Frage beantwortet sich ja eigentlich schon recht gut, wenn man mal Zeit mit sich alleine verbracht hat. Aber ja, genau. Wer wäret ihr, wenn niemand anderes in dem Raum ist und wenn niemand anderes vielleicht auch judgy wäre, so, sondern es wäre einfach so. Genau. Und ich finde, genau in dem Moment kommen ja auch voll die tiefen Sachen kommen so bisschen, vielleicht so ein bisschen raus. Ja. Nächste Frage. In welchem Moment habe ich mich selber im Stich gelassen? Das finde ich so eine voll die tiefe Frage, wo man ja irgendwie auch so, ein bisschen so beantwortet. Ja, was heisst sich selber im Stich lassen? Ja, wo man vielleicht in dem Moment gar nicht so selber auf sich geschaut hat. Wo man, wenn man jetzt im Nachhinein denkt, vielleicht eben sich selber etwas angetan hat, wo oder also sich selber eben zum Beispiel, dass man mit Leuten gechillt hat, wo man selber vielleicht so ein bisschen den Respekt vor sich selber verloren hat. So. Also in welchem Moment habe ich mich selber im Stich gelassen? Weitere Frage. Was will ich wirklich aus meinem Leben machen? Eben, ich will da keine 0815 Antwort mit ja, eben, ich will dann mal ein Haus und ich will einen Hund und ich will ein Kind und einen Mann. Sondern, was wollt ihr auch so im Leben machen? Weil ich glaube, da kann auch eine 0815-Frage sein von Karriere und von Dingen. Und ich finde es lustig, weil gerade Karriere ist ja mega in unserer Gesellschaft so aufgebaut, dass das Anerkennung gibt. Ich will es jetzt nicht für alle sprechen, weil eine Karriere kann ja auch eben genau so etwas sein, wo man wirklich ein Ziel hat und mega Freude hat, um diesen Job zu machen und so. Und ich glaube, viele machen aber auch einfach einen Job, um die Anerkennung zu bekommen. Vielleicht sind ihr aufgewachsen, dass ihr nur Anerkennung, oder nur, vor allem dann Anerkennung von euren Eltern bekommt, wenn ihr gute Noten gehabt habt, wenn ihr das gemacht habt. Und ihr wisst, wenn ihr jetzt fett Cash machen, fette Karriere machen, erfolgreich sein im Beruf, dann würdet ihr dann Anerkennung von anderen Menschen bekommen. Aber ist es wirklich das, was ihr in eurem Leben machen wollt, oder macht ihr das vor allem eben, weil ihr Anerkennung wollt? Also ich finde, das kann ja voll fair, das kann ja dann ein Punkt sein, wo man sagt, ja, ich will viel Anerkennung in meinem Leben haben, weil ich brauche das, ich will das und ich genieße das so. Aber ich finde es eben, ich finde, da kann man auch voll tiefer noch ein bisschen gehen. Das kann ja voll heissen, ich will, eben, was will ich wirklich aus meinem Leben machen? Ich will einen Partner finden, weil man einfach sich nach mega nach Liebe sehnt. Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr tiefe Frage. Genau, die nächste Frage. Über welches Thema rede ich ungern, weil es mir unangenehm ist, darüber zu reden? Ich glaube, das ist gerade so eine Frage, wo man halt selber merkt, ey, da habe ich vielleicht entweder noch nicht etwas mega verarbeitet, das kann sein. Es kann aber auch etwas sein, was einem unangenehm ist, weil man irgendwie sich selber vielleicht dafür schämt, weil man eigentlich merkt, dass man einen Fehler gemacht hat, aber man eben das lieber verdrängt, als sich aktiv damit zu befassen, hey, wieso habe ich das gemacht, was ist das genau? Einfach all das so. Und ich glaube, wenn ihr ganz mal tief in euch reingeht und ehrlich sind, so welches Thema, dass es so, über das ihr ungern redet, ja, oder vielleicht nur schon, wenn ihr daran denkt, wenn ihr eigentlich gerade, dass der Gedanke wieder vorbeigeht. Weil das Thema ist auf jeden Fall etwas, das sehr viel über euch aussagt. Und ich finde, gerade bei dem Thema, wenn ihr jetzt gerade etwas im Kopf habt, überlegt mal, wieso. Eben,
ist es mir unangenehm, kann ich nicht darüber reden, ist es vielleicht etwas, das ich noch nicht verarbeitet habe, wo ich eigentlich weiss, vielleicht müsste ich es mal anschauen, aber ich will nicht. Was ist das? Weitere Frage. Und auch die letzte. Was denke ich selber über mich, wo niemand anders weiss? Das sind eben genau wieder die Gedanken. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen die innere Stimme, die man sich selber gibt. Und ich glaube, viele, die jetzt zum Beispiel gerade so ein bisschen selbstunsicher sind, sind das vor allem negative Sachen. Dass ihr redet vielleicht mit euch, wie ihr mit einer Kollegin nicht würdet reden. Ihr sagt euch vielleicht selber, oh mein Gott, ich bin so hässlich. Oh mein Gott, ich bin wieder so unangenehm gewesen, ich bin gerade so cringe gewesen, oh mein Gott, was habe ich gerade gesagt? So. Und das kann ja auch schon huere viel über euch aussagen. Wo sind ihr unsicher? In welchem Moment? Ist das in Gruppen? Ist das wie bei euch Aussehen? Wieso sind ihr unsicher mit eurem Aussehen? Ist das, weil ihr eine gewisse Vorstellung hat von einem Aussehen? Ist das, weil ihr jemand anderem gefallen? Ist das, weil ihr vielleicht in eurer Kindheit eben so aufgewachsen sind, dass man so aussehen und so nicht? Oder hängt das mit Social Media zusammen, weil ihr die ganze Zeit Leute seht, die einen, ich sage mal in Anführungsstrich, einen perfekten Körper haben und ihr das Gefühl habt, ihr müsst auch so aussehen, weil in eurer Welt alle nur so aussehen. So, das sagt so viel über euch aus. Eben so, das kann aber auch sein, dass ihr vielleicht gerade denkt, boah, eigentlich bin ich die Beste gewesen. Vielleicht haben gerade in der Schule irgendwie haben alle eben gerade einen Vortrag gehabt und die haben selber das Gefühl, boah, ich habe abgeliefert. So. Es kann aber auch sein, dass sie sagen, boah, da muss ich auf jeden Fall noch an mir arbeiten. Darum, es gibt ganz viele Sachen, wo ihr Gedanken habt mit euch selber, wo wie niemand anders weiss oder wo ihr in dem Moment mit niemand anderem sogar teilt, über Unsicherheiten. Vielleicht sind es so ein bisschen auch Wünsche, die ihr ganz tief in euch habt, die ihr vielleicht gar nicht wisst, dass es so eigentlich voll der Wunsch ist, nach dem ihr strebt. Eben, das kann auch ein Verlangen sein, wie Liebe, Zuneigung, Anerkennung. Hure viele Menschen haben ein Aufmerksamkeitsproblem. Und Aufmerksamkeitsproblem meine ich gar nicht negativ. Ich habe das auch. So, ich strebe hure nach Aufmerksamkeit, eben nach dieser Anerkennung. Ich habe ja schon eine Podcast-Folge über das gemacht. Wieso? Wieso habe ich das? Es kann sein, dass man vielleicht gerade eine Kindheit hat, wo man das immer zu wenig bekommt, wo man immer hat voll dafür kämpfen musste. Es kann aber sein, dass man vielleicht, oh mein Gott, jetzt hat er wieder gepupst, dass man, ich sag mal nicht zu viel, aber dass man die ganze Zeit bekommen hat und jetzt vielleicht das auch mega braucht und gar nicht mehr ohne das kann leben, weil man selber sich zu wenig Liebe kann geben kann, sondern nur mit Liebe von außen quasi kann leben. Also das sagt ja alles irgendetwas über uns aus. Es können auch Geheimnisse sein, Stärken und Ängste und alles. Also ja. Genau, darum, was denkt ihr selber über uns? Was denkt ihr über euch selber, wo niemand anders weiss? Voll, das sind jetzt so ein bisschen all die Fragen gewesen. Ich bin hure gespannt, wie ihr jetzt mit dem Ganzen so ein bisschen umgegangen seid. Ich finde es ja gerade voll okay, wenn ihr jetzt vielleicht nicht mega krank viel Zeit investiert habt, um jetzt euch voll in die Tiefe gehen und über euch überlegen. Aber falls ihr mal vielleicht heute Abend oder so irgendwo im Bett liegen, nicht können schlafen, dann holt mal ein Blatt Papier und dann wirklich mal die Frage aufschreiben und tief überlegen, hey, was ist das genau? Genau. Ja, was haben wir noch? Anfangen in kleinen Schritten. Ich finde, das ist schon ein Punkt. Ich glaube, zum können sich selber sein und eben sich selber auch so ein bisschen kennenlernen, das ist nicht von heute auf morgen, das ist jetzt nicht nach dieser Podcast-Folge, dass ihr jetzt euch komplett kennt oder so. Ich finde, das ist voll der Prozess und ich finde, das gehört so ein bisschen zum Erwachsenwerden. Eben irgendwann ist man so in einer Phase, ich bin nach dem Gymi gewesen, wo ich das Gefühl habe, ich habe die Welt verstanden und ich check mich selber und weiss doch auch nicht. Und dann kommt irgendwann später eben die Phase, wo man vielleicht so ein bisschen in die Selbstreflexion kommt. Und ich finde das mega wichtig, dass man sich selber kennenlernt und anfängt auch bei sich selber Fehler suchen. Natürlich kommt es darauf an, bei welchem Thema so, aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, sind vielleicht auch viele Menschen so dazu veranlagt, sich schnell mal in die Opferrolle zu stellen und gar nicht mega überlegen, hey, wie habe jetzt ich mich verhalten in dem Ganzen? Und mal einfach den Spiegel bei sich selber anheben. Voll. Aber falls ihr merkt, ihr seid gerade wirklich, ihr habt gerade voll Probleme, um euch selber zu sein. Also, dass ihr wie euch automatisch so fest daran gewöhnt habt oder quasi wie in das Muster fallen, dass ihr bei jedem Menschen, den ihr kennenlernt, egal wie lange ihr den kennt, dass ihr nie könnt euch selber sein könnt. Eben, weil ihr vielleicht so eine innere Angst habt von früher oder von schlechten Erfahrungen oder weiss ich nicht. Glaube ich, ist es mega wichtig, um dem Ganzen gleich eine zweite Chance geben. Und das eben in kleinen Steps. Also
Falls ihr gerade einen Freundeskreis habt oder nur schon eine Kollegin oder irgendjemand, wo ihr merkt, euch fällt es schwer, zu euch selber sein, aber eigentlich wäre der Raum dafür da, oder ihr wüsstet, die Person würde euch nicht judgen, dann kann man eben in kleinen Steps mal anfangen, über ehrliche Gedanken, über eine Meinung über etwas. Also weißt, es kann ja sein, dass die eine Person eine andere Meinung hat als du und ihr bis jetzt immer nur einfach agreed haben und sind so ja und vielleicht im Inneren denken, okay, ja, finde ich jetzt nicht so ganz, dass ihr mal in kleinen Steps über eure Meinung erzählt. Und ja, aber ich finde es wichtig, dass es so ein bisschen vertrauter Kreis ist, wo ihr wirklich auch das Gefühl habt, hey, eigentlich habe ich schon das Gefühl, ich will jetzt da nicht mehr gejudged werden. Und eben, ich finde, das kann so im inneren Circle anfangen und dann immer mehr nach außen gehen. Und irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo ihr Kreise habt und Leute habt, wo ihr hoffentlich könnt euch selber sein. Und das ist mir noch wichtig zu sagen, ihr müsst nicht überall euch selber sein. So, Alter. Also obviously, gerade bei Leuten, die jetzt auch nicht so close sind, ich finde es gleich wichtig, aber dass man Leute hat, wo man sich selber sein kann. Das ist so etwas Schönes, das ist so wertvoll. Und ich muss gleich auch noch wichtig sagen, umgekehrt, gebt auch euren Leuten im Umfeld die Möglichkeit, um sich selber zu sein, nicht judgy sein, nicht Sachen kommentieren, nicht sie auslachen, also gut, über Aussehen, kommentieren und all das Zeug müssen wir hoffentlich eh nicht mehr darüber reden, aber wie ihnen auch einen Raum geben, um sich selber sein. Oder ich weiss doch jetzt, also ein mega blödes Beispiel, aber wenn jetzt die andere Person kommt und hat einen weirden Fetisch, Bro, dann sagt fucking nichts. Dann könnt ihr euch von mir aus denken, okay, strange, ja, aber ich habe die Person gleich gern und das gehört, das ist ein Teil von dieser Person. Das braucht sehr viel. Und ich glaube, wenn ihr könnt den Raum schaffen für andere, um nicht judgy zu sein, dann ist das das Wertvollste. Also ja, ich finde das eins der wichtigsten Elemente in einer Freundschaft. Können die anderen Personen einen Raum geben und nicht judgy sein. Ja, ja, das ist eigentlich schon alles, was ich so ein bisschen zum sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht in einem Strang wild geredet oder meistens mir so ein bisschen nachkommen. Aber ich kann ja gerne mal kommentieren, wie fest ihr könnt euch selber sein, was vielleicht auch euch hilft. Einfach so ein bisschen eure Gedanken zu dem Thema, wie euch jetzt die Fragen geholfen haben und so. Ja, wir können dann mal so ein bisschen tiefer. Ich habe übrigens, seit ich eben aus dem Gymi bin, finde ich das auch ein spannendes Thema, um so ein bisschen sich mit sich selber beschäftigen. Und ich habe jetzt auf meinen Notizen habe ich so einen Ordner gemacht, wo ich immer, wenn ich Sachen über mich herausfinde, dort anschreibe. Und das ist für mich wie so ein bisschen eine Sammlung von einer Anleitung von mir. Und das kann sich immer wieder ändern. Also ich kann mich immer ein bisschen aktualisieren, wenn ich jetzt wieder etwas über mich herausgefunden habe, wo ich vor 2 Jahren anders gedacht habe, dann muss ich das wieder ändern und so. Aber ich sammle eben, wie gesagt, so ein bisschen eine Anleitung von mir und das finde ich auch mega spannend, das schriftlich zu haben. Ist hure intim, hure deep, aber falls ihr wollt, dass ich mal in einer Podcast-Folge so ein paar Sachen droppe, die auf dieser Liste stehen, weil es vielleicht auch hilft, um so ein bisschen eure eigene Liste zu machen, dann könnt ihr gerne auch einen Kommentar schreiben. Vielleicht brauche ich aber jetzt Eier, weil es halt schon recht privat ist und eben auch Sachen sind, wo ich selber nicht drauf stolz bin, sagen wir es mal so. Aber ja, genau. Ich ja, würde sagen, das war es mit dieser Podcast-Folge. Gebt dem Podcast gerne 5 Sterne, wenn ihr ihn ultra geil findet und wenn ihr ihn auch nur halb geil findet. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!